So, dann genau, können wir schon in den nächsten Talk starten, und zwar Bastian zur hexagonalen Architektur. Vielen Dank. Oh, könnt ihr mich hören? Hallo. Hi. Ja, ich bin ein bisschen verhustet. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut hören. Harter Themenwechsel. Ich zeige euch ein bisschen was zu hexagonaler Architektur. Ich habe ein paar Folien, die sind eigentlich nicht als Vortrag gedacht. Das war mal für ein Kundenprojekt. Vorweg die Frage: Wer weiß oder wer hat schon mal was gehört von hexagonaler Architektur? Ja, drei, vier, fünf. Und keine Angst, ich rufe euch nicht auf, aber hat das Gefühl, er könnte auch erklären, was es ist? Keine? Ach krass, okay. Ja, so ein bisschen, okay. Mir ging es so, dass ich das schon lange immer gehört habe und ich dachte auch, ich weiß, was es ist. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Monaten ein neues Buch von dem ursprünglichen Erfinder gelesen und dann habe ich erst mal gemerkt, okay, ich habe doch einen ganz erheblichen Teil noch nicht verstanden. Ja, kurz zum Ablauf. Ich würde euch kurz einmal die grundsätzliche Idee erläutern, dann warum ich denke, dass es ein sehr nützliches Tool ist, das auch jeder Entwickler meiner Meinung nach zumindest kennen sollte, und dann am Ende noch mal kurz konkret, wie man das Ganze anwendet. So, aber zum Was. Ich halte jetzt hier kein Referat, aber nur kurz die wichtigsten Eckpfeiler. Es ist ein Architekturmuster, was Anfang der 2000er von Alistair Cockburn erfunden wurde. Ich erwähne das, weil ne, es ist nur um zu zeigen, es ist jetzt kein Next-Shit-Hipster-Framework, was irgendwie gerade ganz frisch ist und wieder in ein paar Jahren weg ist, sondern das ist ein etabliertes und bewiesener Ansatz. Und der Cockburn ist auch einer von den Programmiererlegenden, der oft so in einem Zug mit Martin Fowler, Kent Beck und so weiter genannt wird. Und ja, der erste Punkt hier, Architekturmuster. Nur kurz zur Definition, was ein Architekturmuster überhaupt ist. Wikipedia definiert es so: Das Architekturmuster, die grundlegende Organisation und Interaktion zwischen Komponenten definiert. Ich finde, man kann es auch ein bisschen anders formulieren. Es ist in erster Linie definiert es, wie man auf ein Problem schaut, also aus welchen Bestandteilen es besteht und wie die miteinander kommunizieren und in Verbindung stehen. Ich finde die Analogie zu einem Architekturplan beim Häuserbau auch immer ganz gut. Ne? Es gibt verschiedenste Pläne, Lageplan, Grundriss, Elektroplan, die alle irgendwie einen Aspekt oder einen Blickwinkel auf dieses gleiche Problem bilden, und das ist eben Architekturmuster. Also, ne, es gibt eine ganze Menge von solchen Architekturmustern. Ich nur so ein paar, um ein Gefühl dafür zu kriegen, hier Schichtenmodell oder Schichtenarchitektur, wo wir sozusagen vertikal die Applikationen in ihre verschiedenen Abstraktionsstufen trennen, und die Regel gilt, dass eine Schicht von oben immer nur nach unten kommunizieren darf. Es gibt Microservices, klar, die weitgehend unabhängige Prozesse, die über eine Schnittstelle miteinander kommunizieren. Ereignisgesteuerte Architektur, die man häufig aus JavaScript kennt, ne, wo man praktisch einfach nur über Events kommuniziert. Und ja, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Fällt euch noch eins ein gerade? Ja, klar, CRUD ist im Prinzip auch eine Architektur. Man könnte auch Monolith als Architektur bezeichnen. Eins, was natürlich ganz häufig genannt wird, ist MVC, Model View Controller. Wobei man dazu sagen muss, dass es. Man kann es als Architekturmuster bezeichnen, aber eigentlich ist es eher ein Entwurfsmuster. Also sprich, es ist, beschreibt eigentlich eher einen Teilaspekt, meist ein kleineres oder lokales Teilproblem. Und das kann auch kombiniert werden mit anderen Entwurfs- und mit anderen Architekturmustern. Genau, aber hier geht es um hexagonale Architektur. Und die lässt sich eigentlich auch relativ simpel als Diagramm darstellen. Denn grundsätzlich unterscheiden die erstmal nur in einen Innen- und einen Außen. Die Blautöne sind wahrscheinlich nicht so gut zu erkennen, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Und wichtig ist hier, der innere Teil, das ist der zu schützende, in Domain-Driven Design würde man sagen, die Core-Domäne, also das, wo die Business-Logik drin steckt. Das, wo ich auch hoffe, dass uns die KI möglichst lange noch nicht ersetzen wird, weil das ist das, wo wir sagen, da sehe ich unsere Rolle, Kunden verstehen, was will der Kunde eigentlich wirklich?
das übersetzen in entsprechende Business-Regeln. Die soll also praktisch möglichst pur, ohne Seiteneffekte programmiert sein. Und eine Applikation ohne Seiteneffekte hat aber auch natürlich keinen Nutzen, weil die kann ja auch nichts persistieren. Das passiert dann eben in der äußeren Schicht, wo ich sehr wohl KI sehe, weil das ist halt Brot und Butter, ne? Also Daten in der Datenbank persistieren zum Beispiel oder mit anderen Schnittstellen kommunizieren. Das Ganze, das Pattern definiert nicht, wie der innere Teil strukturiert oder aufgebaut ist, und es definiert auch nicht, wie der äußere Teil aufgebaut ist. Also man kann dort jegliche Paradigmen nutzen. Was es aber definiert, ist, wie diese beiden Teile miteinander kommunizieren, und zwar über die sogenannten Ports. Und ein Port ist, kann man eigentlich ganz gut übersetzen mit Hafen oder Schnittstelle. Es passt beides ganz gut. Es ist definiert eine Grenze zwischen dem inneren und dem äußeren Teil. Und ihr seht hier das bewusst auch auf dem orangen Teil. Das ist nämlich Teil der Core-Domäne. Also die Core-Domäne definiert genau die Schnittstelle auch mit den Objekten und Typen, die halt in dem Core relevant sind. Und dann gibt es einen Adapter, der dann dieses Interface implementiert und das entsprechend realisiert. Also jetzt in diesem Beispiel haben wir zum Beispiel einen Port, der weiß nur, ich will irgendwas irgendwohin speichern. Und dann gibt es den Datenbankadapter, der halt weiß, wie ich entsprechend das übersetzen kann in Datenbank-Queries. Ein weiteres Beispiel wäre sowas wie eine E-Mail versenden, soll natürlich auch nicht innen drin, das ist auch absolut ein Seiteneffekt. Das wäre so ein möglicher Port, oder ich speichere etwas in der Job-Queue. Oder auch fürs User-Interface, ich als Benutzer will mit dem inneren System interagieren, auch das passiert immer über so einen Port, der einen entsprechenden Adapter hat. Das muss auch kein Benutzer sein, das kann auch ein anderes System sein oder ein Cronjob zum Beispiel. Oder eben auch wieder eine Job-Queue, you name it. Ne? Das ist ein Beispiel, aber ihr könnt euch vorstellen, also außen ist im Prinzip alles, was irgendwie mit irgendwas in der Außenschicht kommunizieren muss. Und also ihr seht auch schon hier diese Ports und die Adapter, die sind ein super wichtiges Konzept bei der ganzen Nummer. Deswegen ist auch der offizielle Name von dem Pattern Ports and Adapters. Das ist so ein bisschen, also hier Naming Things hat Coburn nicht so drauf, finde ich. Das ist total verwirrend, weil beide Namen schwirren rum. Und da gibt es auch noch eine ganze Menge von mehr, wo dann immer steht, na, das kann man auch so nennen, kann man auch so nennen. Nicht so sehr hilfreich. Ports and Adapters ist auch super schwer zu googeln zum Beispiel, deswegen bleibe ich bei hexagonaler Architektur. Was noch wichtig ist, dass es nicht zu verwechseln ist mit Onion-Architektur, das sieht ein bisschen ähnlich aus von den Diagrammen, das ist aber nochmal eine andere Geschichte. So, 12 Minuten, okay. Soweit, was ich jetzt erzählt habe, das ist das, was man auch im Netz findet. Und das war auch so grob das, was ich vorher verstanden hatte von dem Pattern. Und jetzt gibt es aber noch einen fundamentalen Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite. Könnt ihr den sehen? Nee? Ich glaube, die Richtung der Daten, oder? Also sozusagen, ja, genau. Das eine ist, also links sozusagen ist die externe Welt redet mit der internen, und rechts ist sozusagen die interne Welt redet mit der externen, oder? Also genau. Die Pfeilrichtung sozusagen. Genau, ich wollte genau auf diese Pfeile drauf. Die sind vielleicht auch ein bisschen klein, aber die Pfeile sind genau, wie du sagst, also das ist jetzt keine Abhängigkeit im UML-Sinn, sondern das ist eher die Richtung der Kommunikation. Wobei es wichtig ist, es ist nicht so, dass es nur die Richtung vorgibt, sondern, ne, weil es wäre jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite oben, wäre es ja Quatsch, wenn ich nur in die Datenbank reinschreiben kann. Ich will da auch rauslesen können. Der Unterschied ist eher, auf der linken Seite haben wir eingehende, also da initiiert die Verbindung oder die Kommunikation initiiert die äußere Welt, und auf der rechten Seite initiiert die Kommunikation die innere Welt. Also ob ich was lese oder da oder schreibe in die Datenbank, das ist der gleiche Adapter, aber ich als innere App initiiere die Interaktion, und deswegen unterteilt man diese zwei Teile normalerweise an dieser schrägen Linie in die Driving Side. Und auch da gibt es, wie gesagt, auch ein Synonym, Primary wird es auch oft genannt. Und die Driven Side, Secondary, genau das, was ich meine. Links ist das sozusagen das, was von außen die Kommunikation startet. Rechts ist alles das, was die Applikation braucht und wo sie eben die Interaktion startet. Boah, ich sehe gerade, das wird, habe ich schon eins? Ich habe noch eins. Okay, alles klar. Dann passt es, genau. Dann
gehe ich mal recht schnell über die Gründe, die ich denke, warum es sehr sinnvoll ist. Erster Linie auf jeden Fall Testbarkeit. Es ist total schön, dass man kann die Applikation per Definition fernsteuern, weil sie ja für jedes, was ich interagieren kann, einen Port definieren muss. Sprich, ich kann einen Test diesen Port direkt anbinden. Auf der rechten Seite kann ich entsprechend auch die Ports mit MOCs befüllen, die Adapter, und kann sozusagen alle Tests halt in Memory ausführen, wodurch sie sehr schnell werden. Man kann die ganze Core-Domain-Logik halt sehr gut gekapselt testen. Deswegen, also Test-Driven Development bietet sich super an, ist nicht in irgendeiner Weise verknüpft mit dem Pattern, aber es ergänzt sich sehr gut. Der Code, der dabei rausfällt, ist auch meistens sehr wartbar, weil man eben entsprechend auch zum Beispiel die Adapter ersetzen kann, man kann die Technologie wechseln, das macht, erhöht auch die Flexibilität. Ich persönlich finde aber das größte Plus ist eigentlich das Mindset, was man dadurch hat. Ich habe das gemerkt, dass man ganz oft die Trennung viel klarer dann hat, was, und man kann sich besser auf die Core-Domäne konzentrieren und läuft nicht Gefahr, dass man irgendwie da drin plötzlich irgendwelche Dinge tut, die man eigentlich dort nicht tun sollte. Klar, wichtig ist aber noch zu sagen, dass es keine Silver Bullet ist. Es ist halt ein Werkzeug, wie jedes andere Werkzeug, und ich finde es ein sehr wichtiges, um das zu kennen. Ja, weil ihr kennt das Sprichwort, wenn man nur einen Hammer kennt, dann sieht alles aus wie ein Nagel, und dann ist hexagonale Architektur jetzt vielleicht der Schraubenzieher, der ist nicht besser als der Hammer, aber er hat halt seine Anwendungsfälle. Und ich denke, gerade in so domain-getriebenen Projekten, also wo wir eine Core-Domäne haben, die sehr gut geschützt werden muss, da bietet sich sehr an. Genau, jetzt zum Wie. Und ich würde gleich mal kurz, wenn es noch reicht, einmal schnell so ein bisschen Code zeigen, aber vorher noch mal ganz kurz schematisch. Also wenn wir bei dem Schema hier bleiben und ich entferne noch mal diese Beispiele und wir gehen jetzt mal von einem konkreteren Fall aus. Der kommt jetzt aus diesem Kundenprojekt so ein bisschen abgewandelt, deswegen ist er vielleicht nicht so super passend, aber es geht um ein Mini-Shop sozusagen. Ein Kunde soll halt vorgefertigte Angebote bestellen können über ein Bestellformular. Und wenn wir jetzt auf der Driving-Side anfangen, dann fängt man an mit einer Persona. Also in dem Fall zum Beispiel gibt es eben den Kunden. Und man definiert einen Port, der genau die Belange dieses Kunden erfüllt. Also zum Beispiel in diesem Fall brauche ich ich habe es hier for processing orders, also es braucht einen Port, damit ich eben diese Bestellformulare anzeigen kann und sie auch abschicken kann. Und dann gibt es eben blau den Adapter, der das Ganze zum Beispiel in HTML, entsprechendes HTML-Formular übersetzt. Und es gibt jetzt in unserem Fall hier noch eine zweite Persona, das ist ein Administrator, der irgendwie diese Angebote verwalten können muss. Der hat seinen eigenen Port, also man trennt wirklich so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern es ist sehr Use-Case-driven. Ich überlege mir erstmal, für welchen Use-Case brauche ich diesen Port. Und in der ersten Implementierung reicht es mir vielleicht, dass der Administrator über eine CLI-Schnittstelle kommunizieren kann. Und ihr seht da vielleicht auch schon, das ist auch sehr schön, um schnell zu einer Working Software zu kommen. Ich sage jetzt, ja, für meinen Fall reicht es erstmal, ich kann das über die CLI bedienen und ich kann nachher einen zweiten Adapter machen, der das mir für eine schöne Web-UI, Management-UI rendert. Und dann gibt es auf der rechten Seite, ist es meistens ein bisschen einfacher, weil ich habe irgendwelche Anforderungen an diese Applikation, die muss zum Beispiel irgendwo, kriegt die jetzt in unserem Fall Produktdaten her aus irgendeinem Produkt-Information-Dings da, PIM, ich weiß gar nicht, wie was es steht, über eine REST-Schnittstelle in dem Fall, und ich will zum Beispiel diese Angebote, die der Administrator verwaltet, halt auch speichern können, die müssen natürlich in die Datenbank kommen, und dann muss ich am Ende natürlich dafür sorgen, dass der Kunde seine Bestellungen auch abschicken kann, die werden dann ins ERP-System übermittelt. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding, es ist vermutlich noch nicht vollständig, weil wahrscheinlich braucht man auch irgendwas noch für Authentifizierung und so weiter, aber so grob kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Auf der linken Seite werden es normalerweise nicht deutlich mehrere, weil wir haben jetzt nicht unendlich viele Personas in einer normalen Applikation. Die rechte Seite wird wahrscheinlich normalerweise noch ein paar mehr Ports brauchen. Und dann kann man sich das hier auch ganz gut nochmal sehen. Ich kann jetzt zum Beispiel auf der linken Seite, die kann ich mit einem Test-Framework kann ich die Ports bedienen, und auf der rechten Seite kann ich
die Adapter durch Mock-Dubletten, also durch Spy, Mock und was auch immer man an Tools braucht, an Tools hat, die man ersetzen kann, sodass wir es halt automatisiert testen können. So, ich gucke jetzt mal, wie viel Zeit habe ich denn noch? So, Viertelstunde, perfekt. Das reicht ja, glaube ich. Dann kann ich das nochmal kurz ein bisschen in Aktion zeigen. Aber vielleicht vorweg nochmal ganz kurz die letzte Folie. Das ist das Buch, von dem ich gesprochen habe. Hier Alistair Coburn hat es mitgeschrieben. Es ist noch nicht fertig. Es gibt es als EPUB für $8, also was, 7 € oder so. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, wobei man auch dazu sagen muss, es ist jetzt nicht so super einfach zu lesen, weil es noch ein bisschen chaotisch ist. Also ich finde es trotzdem sehr hilfreich, vor allem man kann es so ein bisschen als Referenz auch nutzen. Ich gucke da auch immer mal wieder rein. Es ist aber so ein bisschen Work in Progress. So, jetzt versuche ich mal zu wechseln hier den Screen. Geht das? Wie mache ich das am besten? Ich wechsle die. Ups, falsch. Hier oben, ne? Spiegeln? Ja, damit das immer spiegeln. So, ich mal kurz. Warum will dein Steam starten? Das wollte ich nicht. Okay. So, ich mache hier ein bisschen größer. Okay. Und jetzt kurz ein Disclaimer, dass... Ach ja. Das ist... Schön. Hey, schließ dich schneller. Nichts zu verbergen. Ja. Genau, also kurzer Disclaimer, das, was ich jetzt zeige, ist eine Interpretation, das ist jetzt schon auch an dem Buch, ich habe ja schon gesagt, es wird nicht vorgegeben, wie die Applikation strukturiert ist oder wie sie auch welche Paradigmen man nutzt, aber was schon drinsteht, ist so ein vorgeschlagener möglicher Weg und dann orientiere ich mich hier so ein bisschen. Der gibt nämlich einmal so ein bisschen eine mögliche Ordnerstruktur vor und auch einen Development Cycle, also wie man praktisch vorgeht. Und man sieht es auch hier schon, ich habe hier schon mal zwei Ordner angelegt, die Driven und die Driving Ports. Ja, die Namen sind so ein bisschen verwirrend, weil sie auch echt visuell ein bisschen schwer zu unterteilen sind, aber ich finde sie zumindest selbsterklärend, dass man sagt, ich habe die Driving ist halt die Driving Side, also ich steuere das Ding und Driven ist das, was praktisch von der App genutzt wird. Und wir fangen an mit einem Driving Port. Mal gucken, ich bin immer ein bisschen fettfingern auf der Laptop-Tastatur. Einen Vorschlag, den Coburn auch in dem Buch macht, den ich auch adaptiert habe, den ich ganz cool finde, die Ports immer mit einem For doing something oder for achieving something zu bezeichnen. Also statt jetzt zum Beispiel auf der Driving Side alles Repository zu nennen, eher so zu beschreiben, was da ist, also um Bestellungen zu persistieren. Also so ähnlich wie Use Case bei der Reihe. Ja, genau. Es ist alles sehr nah an Use Case. Use Case ist auch, hat Coburn auch ein Buch zu, der ist da auch sehr, das merkt man auch immer wieder, es geht immer sehr, sehr um diese Use Cases. For Processing Orders haben wir es genannt. Ja, das ist jetzt praktisch der Port für den Kunden, um die Bestellformulare anzuzeigen und abzuschicken. Und das ist auch in PHP ist das natürlich als Interface implementiert. Und das Interface enthält jetzt alle Funktionen, die diese Person braucht, um mit der Applikation zu interagieren. Ich mache jetzt natürlich nur noch mal ein Beispiel, aber wir sagen mal, er braucht auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein Bestellformular zu rendern. Und wir sagen jetzt, er gibt einen Angebotscode an und er kriegt dann das gerenderte Formular zurück. Selbstverständlich sollen es nachher keine Strings sein. Ne? Werfen Sie die Eier. Genau, aber auch das ist, finde ich, auch wichtig. Statt jetzt Riesenablenkung und ich mache jetzt erstmal alle Value Objects und sowas, ich versuche jetzt erstmal so die Grundfunktion abzubilden und mir ist es jetzt gerade egal, dass es ein String ist. Genau.
Und jetzt wird es sowieso die Zeit auch nicht hergeben. Aber klar, wir haben ja erstmal diese eine Funktion. Und jetzt gibt es den Hauptcode. Ich nenne es einfach mal App. Und der implementiert jetzt dieses Interface. So. Und ich sage jetzt einfach nur, so, fertig. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich gut citizenmäßig testdriven machen. Das heißt, das ist jetzt spätestens der Zeitpunkt, wo man auch schon einen ersten Test schreibt. Und der würde man jetzt üblicherweise auch um diese Use Cases drumherum schreiben. Ne? Also das erstmal kann man natürlich noch generell Unit-Tests für diese ganzen Low-Level-Geschichten schreiben, aber uns geht es jetzt hier um die Core-Domäne, die wir testen wollen. Und deswegen mache ich einen Processing Orders Test. Das ist ein Test Case. Geh weg, ich brauche kein Coverage. So. Genau. Das heißt, wir steuern die App fern. Hat man gerade gesehen, wie hilfreich meine Autocompletion gerade war. Und ich rendere sie mit einem Bla. Und ich wir wollen erstmal einen kurzen Fading-Test, einfach nur, dass ich überhaupt den ausführen kann. Mal gerade schauen. Ja, er hat ihn ausgeführt und er sagt, könnt ihr das überhaupt lesen? Also ich habe das ja, gerade ne? Ja, ne? Dann haben wir Order-Form drin, dann machen wir das halt. Wird's richtig, der testet jetzt natürlich, stand jetzt noch nicht wirklich viel, aber wir haben jetzt schon eine erste funktionierende hexagonale Applikation, auch wenn sie noch nicht viel kann. Da mache ich eben noch gerade noch den einen Driven Port, weil das ist, es sieht auf dem Diagramm so symmetrisch aus, aber da herrscht eine ganz wichtige Unterscheidung und die wird jetzt hoffentlich klar, wenn ich einen implementiere. Also wir haben jetzt einen, der soll die also ich will jetzt mal testen, dass diese Offer-Code nicht irgendwas ist, was ich hier reingebe, sondern dass es eine ist, die auch vorher ein Administrator entsprechend konfiguriert hat. Also habe ich einen Port, so eine Art Repository für meine Offer brauchen wir. Ne? Und wie gesagt, ich nenne sie auch hier wirklich for storing offers zum Beispiel. Ups. Das ist das Interface. So. Also das ist jetzt hier ein Driving-Port und da kann ich zum Beispiel sagen, ich mache es mal einfach und sage einfach nur, der kann erstmal prüfen, ob es eine Offer gibt. Ah, Offer. Code haben wir es genannt. Wieder hier, ne? Wollen wir nachher Value-Objects haben, aber darum geht es mir gerade nicht. Und jetzt kommt die wichtige Asynchronität. Das hier oben, die Applikation implementiert alles, was ich für die Driving Side brauche, weil da bietet sie eben die öffentliche API. Sie benutzt aber intern die Driven Side. Das heißt, was wir hier machen ist, sie muss eine Instanz von dem Port kriegen oder von den Ports kriegen, die sie nutzen will. So, und dann sage ich jetzt hier, if was irgendwie. Gucken, was er sagt. Schade, kann er nicht. Ah, passt. So. Und jetzt müsste eigentlich der Test. Ja, gut, der Test wird jetzt ganz fehlschlagen, weil ich die Abhängigkeit noch gar nicht hier reingebe. Das sieht man auch hier dann schon. Das mache ich eben noch kurz über eine Setup. Und wir sagen, das. Ups. Und ich nenne jetzt, das ist noch ein kleiner Aspekt. Ich nenne das jetzt hier nicht App, sondern ich nenne es for processing orders. Weil dass das jetzt eine App ist, die diese implementiert, ist hier eigentlich zweitrangig. Ich will hier testen, dass diese, was auch immer dieses Interface implementiert, das soll es erfüllen. Ob wir nachher eine Applikation haben, die alle Driving Sides macht oder ob wir es intern aufteilen, das soll zweitrangig sein. Ich programmiere gegen dieses Interface und teste das. Das heißt, wir haben hier, ich kann hier zwar schon sagen, ups, an der Stelle
wird es jetzt hier erstmal hardcodiert verknüpft. Aber hier oben sage ich nicht, das ist nicht vom Typ App, sondern das ist von Processing Orders. Ist aktuell identisch sozusagen, aber wie gesagt, ich will hier lieber gegen das Interface programmieren. Und dann mache ich zuletzt noch hier der For Storing Offers. Und das will ich jetzt mocken, also den Port, der genutzt wird, den will ich gar nicht jetzt implementieren, sondern ich will erstmal einfach nur einen Mock. Ah, guck mal, das hat er hingekriegt. Ich glaube, was er aber nicht hinkriegt, ist hier die, den Teil. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist ein bisschen überkompliziert. Aber fast richtig. Also es ist auf jeden Fall entweder es ist ein For Storing Offers oder ein Mockup. Und ein Mockup. Ah, stimmt, eigentlich ist es, hast recht. Und das ist doch Quatsch, ja. So. Genau, dann kann ich das hier reingeben. Und sind gleich fertig. So. Und jetzt müsste der Test einfach nur gegen das Ding. For Processing All. Das, genau. Und ich sage dem Mock, das ist jetzt diese Has Offer. Oh, danke. With. Ja, also ich sage ihm jetzt hier, ja, du simulierst jetzt einfach, ja, die würde es jetzt geben, die ich hier anfrage und damit klappt er und jetzt noch eben noch als letzten Schritt den Gegentest und den Test sollte man natürlich besser nennen. Returns false und jetzt erwarte ich, jetzt lasse ich ihn erstmal kurz fehlschlagen. Achtung, false error. False. Noch falserig als false. ja, und jetzt sehe ich hier schon offer not found. Ist jetzt ein sehr simplifiziertes Beispiel, aber ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber, dass ich hier relativ schnell die Core-Domain-Logik teste, auch wenn sie noch nicht viel macht. Offer, order, ja klar. The order. Grün. Genau. Ja, ich bin so ein bisschen durchgepflügt, weil ich nur noch 3 Minuten habe. Aber ich würde sagen, das können wir vielleicht noch nutzen, um, falls ihr da noch ein paar konkretere Fragen habt. Da gibt es natürlich noch ganz viel mehr zu erzählen, aber es war jetzt eher so ein bisschen, euch dafür zu interessieren. Fragen, Kommentare? Ja, Mark Henry. Okay, ja. So. Eine Frage erstmal beim Mocking jetzt hier. Mhm. Wann hört denn das Mocking der Driven. Nee, warte, Driven oder Driving? Driven ist richtig, ja. Driven Ports auf. Zum Beispiel, ich habe mal irgendwo Code gesehen, da hat jemand ein ganzes Repository dann gemockt mit Find All, Set All und so weiter. Also ab welchem Punkt würdest du sagen, nee, das macht jetzt keinen Spaß mehr, weil ja. In diesem Fall geht es noch mit Z so weiter und so weiter, aber einige Sachen sind ja auch einfach, ja. Wie bei uns im Content Repository, der ist der Driven Port ja definitiv nicht zu mocken am besten, weil der Driven Port enthält einfach den ganzen Graph und den willst du ja nicht in Memory dann haben, nur damit du, also wie ist da, wie macht man das mit der Philosophie? Ja, also die, wie gesagt, das Pattern selbst gibt das nicht vor, aber was sich für mich bewährt hat, ist, ich habe jetzt hier der Einfachheit halber einfach die Create-Mock-Funktion von PHP-Unit genutzt. Im Normalfall macht es Sinn, wirklich eine Implementierung des Interfaces zu machen, die halt ein Stub, also Beispiel, ich will testen, dass eine E-Mail verschickt wird. Dann würde ich eine Implementierung machen, die es wirklich gibt. Das ist dann ein For-Sending-Emails-Spy zum Beispiel, also der würde sozusagen nichts wirklich verschicken, aber er speichert die Sachen intern und ich kann den Spy dann wieder fragen, welche E-Mails hast du. Nee, klar, bei solchen einfachen Dingen ist das ja auch komplett logisch, aber halt die Frage, wenn die Datenbank normalerweise, also die Default-Implementierung, schon so viel Logik enthält, zum Beispiel. Dann hast du da einen Fehler gemacht. Das ist also wie bei einem Content Graph zum Beispiel. Ja. Da muss ja Logik enthalten, ganz viel. Also. Remove Node. Deswegen der Disclaimer vorweg, es ist jetzt nicht dieses Silver Bullet, die jedes Projekt passt. Gerade zum Beispiel
Bei Neos würde ich es in Teilen sehen und da müsste man aber erstmal die Applikation auch, glaube ich, eher in diese kleineren Bestandteile. Also man würde jetzt, glaube ich, nicht hexagonale Architektur über Neos drüber stülpen, sondern eher zum Beispiel sagen, wo ich es mir sehr gut vorstellen könnte, die ganzen Media Package. Ne? Das wäre super sinnvoll, wenn wir da Core-Funktionen hätten und die ganze Persistenz, wo die Ressourcen und sowas liegen, ja, komplett außen haben und nicht überall, dass es sich überall so durchzieht. Ja, und solche Dinge mocken wir jetzt ja auch schon in Unit-Tests und dann ist es natürlich auch simpel, das auch generell zu, weil das sind ja auch nur einfach so relational, also einfach super simple Datensätze, aber sobald das halt kompliziert wird, kann ich mir vorstellen, dass es dann doch besser ist, dann in den Tests die echte Implementierung zu nutzen und dann vielleicht ist es dann auch gar nicht so wirklich hexagonale Architektur, aber man kann es ja trotzdem so modellieren. Also auch selbst wenn du jetzt sagst, man hätte jetzt sowas wie ein Content Graph als Driving Port, kannst du ja auch sagen, ja, ich nutze die echte Implementierung, ich gebe dir aber eine Mock-Datenbankverbindung zum Beispiel mit, um Dinge zu testen. Das widerspricht dem Ding nicht nur. Achso, genau. Normalerweise, gerade beim Starten, beim Entwickeln neu, will ich mich eigentlich gar nicht damit aufhalten, irgendwie eine Datenbankpersistierung zu machen. Oder zum Beispiel, was ich zum Beispiel jetzt auch oft gesehen habe, ne, wir entwickeln eine App und ja, die wird später die Offer in der Datenbank persistieren, aber ich schreibe sie erstmal einfach nur ganz billig ins Filesystem, weil da kann ich mit zwei Zeilen die Implementierung für schreiben. Later dann die ganze Sache. Ja, nee, das klingt gut. Ja. Danke. Vielleicht noch ein Kommentar dazu, wie man das noch auftrennt. Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, es macht total Sinn, dass Applikationen und die Driving Ports in einer Core-App zu haben und die Adapt-Implementierung, also die ich nur für Tests brauche, auch wirklich nur unterhalb von Tests zu haben, dass sie auch nur dort geladen werden und die echten Implementierungen in einem anderen Composer-Package habe, weil die hat dann ihr könnt euch vorstellen, ein CLI-Adapter zum Beispiel, der nutzt vielleicht dann Framework, was auch immer das Framework an CLI-Tools bietet und ich will eigentlich diese ganzen Symfony oder Flow oder was Abhängigkeiten eigentlich nicht in einem Core-Package drin haben. Deswegen bietet es sich auf jeden Fall an, die Implementierung nochmal da rauszuziehen. Okay. Gut. Ich würde das sehr gerne in Neos mehr nutzen, dann haben wir mehr Interfaces. Noch mehr. Ja. Vielen Dank fürs Vorstellen nochmal. Danke. Ja. Okay.